Egal. So, all meine drei Städte bauen ein Kaffeehaus. So, du gehst wieder zurück und heilst dich ein wenig. Wo ist denn meine Galeasse? Die ist hier. Hätte eigentlich schon weiter sein müssen. Aber egal. Ich muss unbedingt hier schauen, ob hier Barbaren sind, weil sonst werde ich keine neue Handelsroute erschließen können. Ilife sucht Investoren. Okay, könnte ich machen. Wellington hat Hail Sassi den Krieg erklärt. Wellington, war das nicht auch einer meiner Verbündeten? Warum haben die jetzt... Wo ist Wellington? Keine Ahnung. Quebec, Genua, Jerusalem, Panama-Stadt. Melbourne, Bukarest, Sidon, aber kein Wellington. Keine Ahnung, wo das liegt. Da bin ich überfragt. Auf der Karte sehe ich es auch nicht. Elife? Da drüben! Da hat er den Krieg erklärt. Okay, egal. Dann bau jetzt. Was brauchen wir? Da ist Stadtmauern, glaube ich, wichtig, weil wenn Ägypten wirklich angreift, dann soll sie zumindest ein bisschen geschützt sein. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Aber Kasimir hat noch die stärkste Armee, obwohl ich Zweiter bin. Nicht schlecht. Obwohl ich mich eigentlich bis jetzt noch nicht auf Armee konzentriert habe. Aber hat auch sicher damit zu tun, dass ich viele Einheiten geschenkt bekommen habe. Bukimeji von Kasimir Bandit. Boah, ich sag's dir. Wie es schafft, so viele Wunder zu bauen. Da muss ich einfach einfallen. Ein großer Prophet, ja, wow. Es ist doch besser, wenn ich ihn irgendwen schenke. Keine Ahnung. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Dauert jetzt extrem lange. Wenn du auf die andere Seite gehen würdest, wärst du, glaube ich, kürzer dran. Nur dieses hast du noch nicht entdeckt. Deswegen schicke ich dich automatisch hin. Also automatisch. Manuell hin.
So, du bist hier. Ach so, ich kann auch keine Ozeane befahren, deswegen. Aber in 3 Runden dann. Ein Prophet von einem Stadtstaat? Das habe ich auch noch nie gesehen. Normalerweise generieren die keine Kultur. Quebec, wo ist Quebec? Haben die irgendein... Nein, die haben auch kein Naturwunder, das Glauben produzieren könnte. Wahrscheinlich wurde er ihnen irgendwie geschenkt. So, du machst Kolosseum? Ja, Kolosseum. Wie lange dauert es denn noch bis zum Künstler? 9 Runden noch. Gut. Offene Grenzen haben wir ja, oder? Warum kannst du dann nicht... Ach so. Weil hier jetzt ein polnisches Schiff ist. Ja, dann mach halt eine Runde nichts. In 2 Runden kannst du dann eh mehr entdecken. Mein Vän, det är min övertygelse att den upplevelse kann gagna både... Vor Schweden habe ich keine Angst. Okay, jetzt hab ich mir gedacht, dass schon wieder Polen ein Wunder gebaut hat. Aber diesmal war es Äthiopien. Kiew hat Kasimir den Krieg erklärt. Wo ist Kiew? Da oben. Ja, bis dorthin wird er es nicht schaffen. Forschung wählen. Ja, jetzt können wir eigentlich Industrialisierung. So, und du kannst jetzt weiterkunden. Jetzt kannst du auch Ozeane überqueren. Genauso wie du. Oder auch nicht. Warte. Mathe. Okay, anscheinend nicht. Ah, nein, ich weiß schon. Die Schiffe müssen zuerst im Heimathafen ankommen. Damit sie diese Fähigkeit erlernen. Der kann es schon. Jak ci się podoba moja oferta? Geht sich das jetzt noch aus? Ja, 8 Runden. Eine neue Einheit von Hanoi. Und welche Einheit? Ein Pikinier. Ja gut, dann stationieren wir sie. Wie sieht's aus mit Hanoi? Ich brauche nur noch Gold. Dann nehmen wir halt den größten Fisch, Almaty. Ich brauche jetzt schnell irgendwie Geld. Das meiste hat Kasimir. Vielleicht kann ich den irgendwas andrehen. Pozdrawiam cię. Mów dalej. Nein, ich habe aber nichts. Vom Wert. Wie viel brauche ich? Warte, Moment. Wie viel brauche ich? Ich brauche jetzt noch. Warte, 595 kostet es. Ich habe 283. Also brauche ich noch
302. Also 312. Pozdrawiam cię. Zamieniam się w such. Jak ci się podoba moja oferta? Dreihundertzwölf. Das wären bei 300 circa 11 Runden. Wenn nicht 12. Nie. Jak ci się podoba moja oferta? Aber soll ich das wirklich machen? Ja, ich brauche jetzt dringend Geld. Porządku. So, eine Runde noch warten und dann werde ich Hanoi annektieren. Eine neue Stadt. Keine Ahnung. Machen hier irgendwas. Zirkus. So, und jetzt kann ich schon mal meine Truppen alle. Oh, hier habe ich auch schon ein paar Truppen bekommen, hm? Das ist nice. Brauche ich gar nicht so viele, nur meine stärksten. Zum Beispiel der Schwertkämpfer, wo war er? Da. Dann werde ich noch ein paar Katapulte, beziehungsweise Schleudern, oder keine Ahnung, was ich jetzt habe, bauen. Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Min vän, det är min övertygelse att den uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Mach mir das alles weg und gib uns Pelze. Oh, hier scheint es Hungersnot zu geben oder so. Nein, doch nicht. Startverbindung eingereicht. Ja, sehr schön. Dann machen wir doch mal ein Zoo. Ja, du kannst dich schon mal hier positionieren. Du kannst auch zurückgehen. Was, weiß ich, was du hier machst. Dann hier modernisieren automatisch. Warum du? Ah, die könnte ich dann auch noch modernisieren. Die Bogenschützen. Egal, du gehst mal in die Stadt, bewachst es. Du machst dich auch hier bereit. So, du machst hier eine Akademie. Nächste Runde. Auch wenn mehr Städte schlecht ist für unsere Kultur, weil dann braucht es länger, bis wir einen Vorteil haben, aber ich brauche es, um Polen anzugreifen. So. Ich brauche Gold. Gewürze wären zwar cool, aber ich brauche Gold. Kann ich 8 verlangen? Okay, dann...
ihn hune tasse bebet. In dem Mamno, der ohne Tatschim des Weitchen Takamino. Nein, du hast mir vorher noch, ja. Okay, wie viel hast du mir noch? Fürs Sonntagkleidel. 16? Fürs Sonntagkleidel. 6? Okay. Ja, letter. Wenn ich die Industrialisierung dann fertig habe, dann habe ich eine Gatling-Kanone. Die ist dann fein, auch gegen Polen. So, du machst... Was ist Uffizien? Oh, das kann ich dann in der Hauptstadt bauen. Du baust eine Kaserne. Du eine Schmiede. Politik einführen. Ja, dann machen wir halt noch die Meritokratie. Nach Belieben eine große Persönlichkeit in der Nähe der Hauptstadt gewährt. Gut, werde ich aber jetzt nicht den großen Künstler nehmen, weil den habe ich sowieso bald, sondern werde ich den großen Ingenieur nehmen. Auch wenn ich schon einen habe. Aber dann kann ich gleich zwei Weltwunder praktisch bauen. So. Schlaf mal. Du brauchst noch 4 Runden fürs Kaffeehaus, gut. Ja, modisieren. Nächste Runde. Jen hune tasse bebet. Gut, ein großer Musiker wieder. Der Prophet. Genau, den habe ich ja hier hingeschickt, weil es keinen sichtbaren Weg hierhin gibt. So, du bleibst auch mal hier. Großes Werk erschaffen. George Gershwin. Gershwin. Keine Ahnung. I got ridden. Mhm. 30 Kultur produziere ich schon. Dänemark habe ich bald. Am schwierigsten wird halt Frankreich. Die produzieren extrem viel Kultur. Da werde ich... offene Grenzen haben wir. Egal. Kultur. Ja, ich habe jetzt kein großes Gebäude für Musik. Da wäre halt das Global Theater fein gewesen. Napoleon ist ein... Nein, tut uns leid, darin haben wir kein Interesse. Okay, Napoleon hat Blauzern den Krieg erklärt, das heißt, dass Blauzern wahrscheinlich jetzt vernichtet wird. Okay, hier... Galeasse? Soll ich eine Galeasse machen? Ach komm, machen wir eine Galeasse. Damit wir hier erkunden können. Nächste Runde. Ich glaube, ich muss die Industrialisierung stoppen.